Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Das heutige Video wird ein wenig länger, denn es ist mein Beitrag zu einer Blogparade von Sei dir selbstbewusst, der lieben Laura. Die habt ihr auch schon mal auf meinem Kanal kennengelernt und ich fand das thematisch wirklich sehr, sehr interessant. Und zwar geht es um meine Mission 2018 im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und das ist ja genau das, was ich hier mache. Und da hat sie so ein paar Fragen gestellt, die ich jetzt im folgenden Video beantworten möchte. Ich habe aber in 15 Minuten Telefonat und ich weiß noch nicht, wie lang das Video wird, deswegen muss ich das vielleicht in zwei Teilen filmen. Aber wir fangen jetzt einfach an. Ich gucke dann einfach regelmäßig auf mein Handy, nicht, dass ich mein Telefonat verpasse. Und wir starten sofort mit Frage Nummer 1. Wohin hat mich meine persönliche Entwicklung geführt? Sie hat mich dahin geführt, dass ich jetzt an einem ganz normalen Wochentag hier sitze, Videos drehe, während meine Kinder im Kindergarten sind, dass ich einen Job mache, der mich erfüllt, der mich glücklich macht, wo ich mich jeden Tag freue, dass ich mich da an meinen Schreibtisch setzen kann und das machen kann, der mir auf lange Sicht finanzielle Unabhängigkeit bescheren wird, der mich ja einfach auch frei macht, das tun zu können, was ich möchte, frei für meine Kinder macht. Und dahin hat mich der Weg der Persönlichkeitsentwicklung geführt, weil ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, ich möchte das nach außen geben, ich möchte das mit anderen Mamas teilen, was mir geholfen hat. Nächste Frage ist, was ist das Warum meiner Mission? Wenn wir jetzt darauf runterbrechen, dass meine Mission wirklich ist, so vielen Mamas wie möglich zu helfen, mit kleinen Übungen, kleinem Input aus dem großen Thema Persönlichkeitsentwicklung ihr Leben, ihren Alltag zu erleichtern, dann ist mein Warum, dass ich erlebt habe, wie es ist, wenn man halt ganz, ganz unten ist. Wenn man halt an dem anderen Ende quasi ist. Diese schwarze Zeit habe ich erlebt und ich hatte niemanden, der mir gesagt hat, hey, versuch mal dies, das und jenes oder denk da mal so ein bisschen um. Und dieser jemand möchte ich sein für andere Mamas. Ich möchte, dass ihr gar nicht erst in solche tiefen, dunklen Phasen rutscht oder dass ihr da schnell wieder rauskommt und wisst, ihr müsst einfach nur diesen YouTube-Kanal anklicken und dann sind da schon so viele Ratschläge und Tipps für euch dabei, wie ihr da halt schnell wieder rauskommen könnt oder ihr müsst mir einfach nur eine E-Mail schicken. Wir vereinbaren ein ganz, ganz schnelles Telefonat und dann geht es in diese Richtung los. Also das ist mein Warum, dass ich anderen Mamas das ersparen möchte, was ich erlebt habe oder ihnen daraus helfen möchte. Und was ist meine Mission? Das habe ich damit eigentlich auch schon mit erklärt. Nämlich, Mamas mit diesen Mitteln der Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, vielleicht auch so ein bisschen zu helfen, ihren Alltag einfach leichter zu machen. Einfach nicht nur Mama zu sein, sondern auch an sich selbst zu denken, sich um sich selbst zu kümmern. Wie kann ich euch am besten unterstützen? Ich denke, das kann ich hier zum einen mit diesen Videos machen. Das kann ich zum anderen natürlich mit dem persönlichen Coaching machen, auch mit den Gruppencoachings machen. Das kann ich, glaube ich, auch machen mit meinen Posts auf Instagram und den Stories und meinen Vlogs, wie ich euch halt einfach auch zeige, wie es bei uns ist, dass es bei uns auch nicht perfekt ist, so wie das andere Vlogger immer gerne darstellen, sondern dass ich da einfach auch näher bin, dass ihr euch mit mir identifizieren könnt. Und ich denke auch über den WhatsApp-Coaching-Input. Also wir sind da jetzt fast 70 Frauen, die dann halt mehrmals die Woche von mir so kleine Denkanstöße und Übungen bekommen, die ihnen ihr Leben einfach erleichtern. Genau, das ist, glaube ich, so, wie ich euch unterstützen kann. Sicherlich auch mit meinen Meditationen, die ihr ja auf meinem Kanal findet, genau. Was hat dazu geführt, dass ich jetzt genau da bin, wo ich bin? Genau, Ausgangspunkt war wirklich Oktober, November 2016, wo es mir so unglaublich schlecht ging. Das Video dazu habt ihr vielleicht schon gesehen. Das war so der Ausgangspunkt. Und dann habe ich mich halt damit beschäftigt, mit mir selbst, mit Selbstfürsorge. Und dieser Weg hat mich dann wirklich an den Punkt heute hier geführt, wo ich das mit anderen Mamas teile, wo ich das in gewissen Zügen zu meinem Beruf gemacht habe. Genau. Wie habe ich es geschafft, meinen eigenen Weg zu gehen? Ich versuche jetzt nicht ganz so weit auszuholen. Nicht darüber nachdenken, was andere darüber denken, weil es ist dein Leben. Es gibt Leute in meinem Umfeld, die verstehen nicht, was ich mache. Die verstehen es einfach nicht. Und dann erkläre ich es einmal und ich verkläre es vielleicht auch noch ein zweites Mal, aber dann halt nicht mehr. Dann verstehen sie es halt nicht. Also das
kann so Sachen sein wie, sie wollen es nicht verstehen, weil das ist kein wirklicher Beruf. Oder es ist einfach so, dass sie es technisch nicht verstehen, dass sie nicht in den sozialen Medien sind und einfach nicht verstehen, wie meine Großeltern, was ich da wirklich mache. Aber wichtig ist nur, was ich darüber denke und mein Partner und meine Kinder. Genau. Also das war halt ein Ding, ne? Wie ich es geschafft habe, meinen Weg zu gehen, indem es mir halt relativ unwichtig war, was andere dazu gesagt haben. Dann natürlich auch der Mut, es einfach zu machen. Ich glaube, wenn die Not so richtig groß ist, dann macht man es auch einfach. Also auch den Mut zu haben, es einfach zu tun. Dann wenig Ansprüche an sich zu haben, von wegen, du musst das und das unbedingt schaffen, erreichen. Sondern da halt sich erstmal vorzutasten und zu schauen. Nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, sondern halt einfach auch Vertrauen haben. Vertrauen in dich, Vertrauen in deine Mission und einfach auch Vertrauen in das Leben, sodass sich das halt alles schon so fügen wird, dass das für dich passt. Genau, das war so, wie ich es geschafft habe, meinen Weg zu gehen. Was sind meine größten Pläne für 2018? Also auf diesem YouTube-Kanal ist es mein Ziel, noch viele tausende Mamas hierher zu holen. Es geht mir nicht darum, dass ich dann mehr Klicks habe und mehr verdiene. Also wir verdienen hier auf YouTube nicht viel. Sondern ich möchte diese Message nach außen tragen. Und umso mehr Mamas meine Videos sehen, umso mehr Mamas kann ich helfen. Und das ist der Sinn dieser ganzen Aktion hier, so vielen Mamas wie möglich helfen zu können. Das ist halt ein großer Plan, meine Reichweite noch viel, viel mehr zu erhöhen, um noch mehr Mamas helfen zu können. Außerdem möchte ich auf Minimum ein Buch rausbringen. Also das weiß ich, dass ich das in diesem Jahr auf jeden Fall schaffen werde. Und zwar ist das ein Buch mit Entspannungsgeschichten für Kinder, die ich selber geschrieben habe. Dieses Buch kommt auf jeden Fall dieses Jahr noch raus. Es soll auch einen Ratgeber für Mamas geben, aber ich glaube, da bin ich realistisch, das schaffe ich in diesem Jahr nicht mehr, dass ihr den dieses Jahr schon bekommen könnt. Ja, ich habe noch so viele kleine Pläne, wo ich so sage, ja, das will ich machen, aber ich weiß noch nicht, ob es dieses Jahr realisierbar wird oder dann erst nächstes Jahr. Genau. Gut angelaufen sind dieses Jahr die Coachings, die Gruppencoachings, macht unglaublich Spaß. Ich habe unglaublichen Spaß auch an diesem WhatsApp-Ding, was wir da zusammen machen. Das ist unglaublich schön, weil ich so viel tollen Input von euch bekomme. Aber ich würde sagen, so der größte Plan in den nächsten Monaten ist erstmal das Buch und halt hier alles so am Laufen zu haben, zu lassen. Wie gehe ich mit negativen Momenten und Tiefphasen um? Ich habe die. Das ist mal so ein halber Tag, wenn es lang ist. Und dann ist auch wieder gut. Also da muss man sich immer wieder darauf besinnen, warum mache ich das? Und umso stärker mein Warum ist, warum ich das hier alles mache, umso eher kommt man aus diesen Tiefphasen einfach wieder heraus, kann sich wieder aufrappeln. Auch erkennen, diese Tiefphasen bringen mir nichts. Die bringen mich nicht weiter. Die ziehen mich nur weiter runter. Und sich da selbst einfach wieder rauszuholen, darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das kann ich euch nochmal verlinken. Und sich da selbst wieder rauszuziehen, was bringt einfach nichts. Es bringt einfach nichts. Nicht in dem Moment und nicht für euer Leben. Ja, es ist okay, das mal kurz zu lassen, das zu sehen, das zu fühlen. Aber dann muss man auch einfach wieder durchstarten. Einfach wieder anfangen. Und die letzte Frage, und dann schaffe ich es doch noch vor meinem Telefonat. Was wünsche ich mir für meine Mission, meine persönliche Entwicklung 2018? Starten wir mal, was wünsche ich mir für meine Mission? Das ist natürlich noch ganz, ganz viele Mamas zu erreichen. Also ich möchte diese 4000, die da gerade steht, keine Ahnung, verdoppeln, verdreifachen. Das ist mir egal. Ich möchte ganz, ganz viele Mamas erreichen. Vielleicht brauche ich auch noch ein anderes Medium, ich weiß noch nicht. Aber ich möchte noch viel, viel mehr Mamas erreichen und diese Message nach außen tragen. Kümmere dich um dich selbst. Vergiss dich selbst nicht. Du bist wichtig. Du bist wertvoll. Du kannst alles schaffen. Einfach auch diese positive Bestärkung. Das wünsche ich mir für meine Mission. Und für meine persönliche Entwicklung möchte ich dieses Jahr noch ganz viel ausprobieren. Ich würde unglaublich gerne eine Hypnose-Ausbildung machen, einfach weil es mich interessiert. Ich möchte noch ganz, ganz viele Seminare besuchen. Ich bin jetzt im Februar dann bei Christian Bischoff. Dann möchte ich gerne nochmal zu Beck, Vorname. Tobias Beck möchte ich unbedingt nochmal hin. Ich möchte gern von Alexander die High-Performance-Masterclass machen. Also da steht noch ganz viel auf meinem Zettel,
was ich einfach mal machen möchte, was ich mal erfahren möchte, was ich miterleben möchte, was so meine persönliche Entwicklung anbelangt. Ich habe noch ganz, ganz viele Bücher liegen, die ich lesen möchte, die da quasi wieder neue Themen, neue Dinge in meinem Kopf. Also ich habe so einen Jahresplan und jeden Monat habe ich so für meine persönliche Entwicklung einen Fokus gelegt, mit welchem Thema ich mich in dem Monat beschäftigen möchte, weil es einfach so viel auch ist. Ich möchte noch so viel auch lernen. Und persönliche Entwicklung bedeutet für mich aber auch immer wieder Neues auszuprobieren, jetzt unabhängig von diesem Persönlichkeitsentwicklungsding. Also ich möchte zum Beispiel dieses Jahr super gerne so in der Weihnachtszeit, wenn es geht, nach London und in die Harry Potter Studios. Das hat insofern was mit persönlicher Entwicklung zu tun, dass ich mir das erlaube, geltlich, zeitlich, genau, dass ich mir noch mehr erlaube, mein Ding zu machen, mir Dinge zu gönnen, mir Dinge zu erlauben. Genau, so, ich bin jetzt durchgerannt durch meine Mission 2018. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch noch so ein bisschen mehr erzählen können, was ich hier eigentlich machen möchte, was meine Ziele sind. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, tschüss!